Hallöchen Leute, da war mein erster Part und jetzt kommt der zweite. Also wir haben hier gerade eine Unmenge an Zombies zerstört mit einer Walnuss, mit mehreren Walnüssen und mit Sprengnüssen. Dort den Kapitalisten, den habe ich jetzt schon zum dritten Mal gebracht und der wird langweilig. Toll, dass ihr zuseht, wir haben hier gerade Kartoffelmine erhalten. Kartoschka-Mine! Explodiert beim Kontakt, das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Ab ins nächste Level. Grundkurs für Fortgeschrittene. Ja, Grundkurs für Fortgeschrittene. Ich mache das nämlich immer so. Man hat grundsätzlich Zeit, so ungefähr 2-3 Sonnenblumen hinzubauen. Und dann kommt auch schon der erste Zombie. Ich habe da eine andere Taktik. Jetzt hat man 75. Ich baue 2 hin. Und für die Kartoffelmine bleiben noch 25 übrig. Das heißt, ich kann die Kartoschka-Mine da hinpacken. Die macht sich scharf, kommt hoch, er läuft rein und bäh. Ich brauchte dann keine Erbsenkanone hinpacken und habe mehr Zeit und Sonnen für den anderen Kram. Ja, ich mag die Kartoffelminentaktik. Und bevor ihr fragt, ja, ich kupfer da ein wenig ab. Ich meine, was soll man da anderes machen? Ich muss noch was. Bumm, Erfolg. Yeah. Ich habe Honeyballs Let's Play gesehen und fand die Taktik so gut, dass ich sie mit aufgenommen habe. Na, wo setze ich die jetzt hin? Einfach mal da hin. Freie Schnauze! Und da stellt sich mir die Frage, was nutzt ihr eigentlich so für Taktiken? Ja, das habe ich jetzt auch von Honeyball, dass ich danach frage. Und ist mir auch gar nicht unangenehm, das so abzukupfern. Wie schon Gronkh sagte, schon wieder abgekupfert, wie schon Gronkh sagte, das Abkopieren ist doch die größte Respektshandlung, sehe ich. Er wäre sehr stolz auf mich. Und er stellt sich... Was wollte ich jetzt ursprünglich sagen? Ja, nämlich, dass Honeyball auch gefragt hatte, was sind denn eure Taktiken? Schreibt's in die Kommentare! Ich gucke heute nur herab. Was soll man machen? Alles. Ich bin in einem Zeitalter geboren, in dem es alles schon gab. Nichts ist mehr neu. Alles gab es schon. Stirb doch! Laufen die Kartoschka-Mine, Genosse! Ja? Den habe ich gerade gebracht. Ha, auch ein Grundkurs-Taktik. Er springt nämlich immer die Dinger rüber. Wenn man ihm eine Pflanze vorsetzt, springt er auch darüber. Aha, reingelegt. Nicht, dass er da weggeknuspert wird. Ja, stirb. Und da läuft er. Und was wird er tun? Wird er springen? Nein, wieder nicht. Ich pack hier mal einen hin. Stirbt der Feuer? Er springt und stirb. Ich erlaube es nicht, dass du überlebst. Ja, ich kann gemein sein. So. Ich glaube, meine Verrücktheit wird nicht als diese angesehen, sondern einfach nur als amüsant. So, stirbt. Ich bin kein Sadist, aber die Kerle haben es verdient. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. So. Nein. Hatte letztes Mal gut funktioniert. Ich stirb auch dieses Mal. Jetzt erst recht. Stirb, stirb schnell, jetzt erst recht. Los. Los. Weg sind sie und dann haben wir auch dieses Level geschafft. Na los, mach hinne. Ja! Und was bekommen wir jetzt für eine Blüh- und Stirbsame? Ja, die heißen wirklich so, das ist total geil. Wie ich hier oben lesen kann, Blüh- und Stirbsamen. Hagelzuckererbse, die gibt's alle wirklich. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Sehr, sehr praktisch. Da seht ihr dieses Leuchten? Das meinte ich damit. Das meinte ich. Klärgrubenattacke.
Wisst ihr was? In diesem zweiten Part will ich euch mal den ersten, sagen wir, Cheat zeigen. Es ist nicht wirklich ein Cheat, aber es ist cool. Das ist cool. Wie war denn nochmal? Mal warten, bis ein Zombie kommt. So. Und jetzt gibt man da ein. F-U-T-U-R-E. Fail. F-U-T-U-R-E. Futur. Kann ich nicht mehr schreiben? Vorher hat das funktioniert. Oder geht es erst, wenn er einem das angesagt hat? Scheiße. Verdammt. Nochmal eingeben. Ne, geht nicht. Ach, schade. Aber wenn... Müsst ihr mal bei euch probieren, wenn ihr schon fortgeschritten seid in dem Spiel, dann müsste Futur funktionieren. Es müsste funktionieren. Ich garantiere für nichts, aber es kann natürlich sein, dass mein Gedächtnis mich trügt, aber ich bin mir verdammt sicher, dass das eine dieser, in Anführungsstrichen, Cheats war. Ein Cheat. So, lauf in die Kartoschka mit Brains. So, kaboom. So, jetzt machen wir euch fertig. Ich habe ja nur gehört, Pflanzen gegen Zombies 2 ist raus. Also, eventuell werde ich das danach machen. Spielen. Dings da. Nein, 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 nein! So. Erfriere doch! Das scheint ihm nicht so zu gefallen. Ja, da ist er wütend. Aber auch irgendwie nutzlos. Ah, ich sehe das am Bein an. Sieht das am. Ah! Das sieht so eklig aus. Ah. Und komm. Mach hinne. Da, wo wir hingehen, brauchen wir keine Walnüsse. Abgekupfert. Abgekupfert. Yay. Ich brauche Hagel, sogar Äpfel für den da. Ich bin zu schnell. Es geht mir zu schnell. Aber ehrlich, meine Theorie mit diesem Klärgrubenzeug, das muss nicht zwangsläufig stimmen, aber stell dir mal vor, so eine. Warum greifen die eigentlich uns an? Ist jetzt mal meine Frage. Ich meine, es gibt ja noch Deppy Dave. Deppy Dave. Der sieht nicht so aus, als wäre er schlau genug, sich mit seinen eigenen Pflanzen zu verteidigen und so. Also, ich hätte mit denen gegriffen. Aber da sie ja Gehirne essen wollen, bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt eins hat. Ja, ist auch wieder möglich. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Hagelzucker, Erbscher! Hagelzucker! Ach, siehste, habe ich ja ganz vergessen. Ich wollte den sogenannten Zombatar auch mal ausprobieren. Weil, ihr habt ja diesen Flank-Zombie vorhin gesehen. Und den kann man individuell gestalten. Mal sehen, ob mir das gelingt. Stirb. Also, ich weiß natürlich, dass zwei Hagelzuckererbsen in einer, sagen wir, Lane, nicht viel bringt. Nochmal vereisen bringt nichts. Deswegen packe ich da wieder normale hin. Ja, sterbt. So. Also, ich bin so ein Mensch, der sich gerne mit diesen Skandalen beschäftigt, sag ich mal. Skandale. Kennt ihr. Also hier, kurz Moment, vorher, seht ihr? Das Spiel wird immer schwieriger. Das sind jetzt zwei große Wellen. Auf jeden Fall, ich beschäftige mich gerne mit sowas. Ja, weil es einfach Spaß macht. Zu sehen, wie die Regierung da Scheiße baut. Weil mein Opa, der unterstützt das auch immer, der hat mir da neulich etwas davon erzählt.
Klimaerwärmung. Also natürlich, ich glaube, das ist völliger Quatsch. Das ist nur so eine Panikmache, wie mit dem neuen Killer-Virus. 10 Menschen gestorben und tausende Menschen sterben an Grippe. Toll, ne? Keinen kümmert's mit Grippe, aber neuer Killer-Virus. Oh Gott, wir werden uns sofort ein total teures Serum spritzen. Ist genauso wie mit der Klimaerwärmung. Und deswegen haben jetzt Leute ungefragt natürlich irgendwelche Eisenpartikel in die Luft geschleudert. Und damit verändern die Gleichgewicht der Erde und so, also mit dem Gravitationsfeld, Eisen und so. Und es ist ja alles eine bestimmte Menge im Universum. Die Natur ist im Gleichgewicht. Und wenn man, ja, das muss man sich wie eine komplexe Maschine vorstellen. Mit Zahnrädern und allem. Und wenn du dann ein Zahnrad rumfummelst, dann kriegst du ein Ergebnis, wovon du nicht weißt, was es alles ergeben kann. Die wissen da nämlich gar nicht, an was die da rumfingern, an der Natur. Hat schon irgendjemand versucht, die Natur zu unterjochen? Ja, hat nicht geklappt, ne? Sieht man. Naturkatastrophe! Sieht man. Klappt nicht, sollte man auch nicht versuchen. Verhindert Schmerzen. So, was kriegen wir da? Kriegen wir da? Ja! Eidergaus, Blei und Stirbsamen. Schnupper verschlingt ein Zombie, ist aber während des Counts hilflos. Ja. Aber die benutze ich nicht so gerne. Oh, das ist ja wieder. Da muss ich jetzt wieder hier den Part beenden. Also mal schön über die Regierung geschimpft. Hoffentlich kommt jetzt nicht hier ein SEK rein. Da muss ich den Part erst recht beenden. Aber bis zur nächsten Folge sage ich ciao.